Also, wir sind heute mal wieder unterwegs. Diesmal in Oberfranken am Tauberlitzer See in der Nähe bei Hof. Wir haben heute hier mal ein paar Wurmköder ausgelegt. Probieren sie einfach mal ein bisschen auf Karpfen. Ja, und wir werden sehen, was da so geht. Mitten im oberfränkischen Örtchen Tauberlitz liegt der sogenannte Quellitzsee. Wir haben die Information bekommen, dass dieser See über einen sehr guten Karpfenbestand verfügt. Hier wird Chris sein Glück versuchen und holt die Ausrüstung aus dem Wagen. Nach Aufbau des Angelequipments wird die erste Rute vorbereitet. Chris wirft aus. Er versucht es mit einer Grundmontage mit Tauwurm. Wie viel Erfolg er damit haben wird, werden wir im weiteren Verlauf des Berichtes sehen. Der Bissanzeiger am HiPod wird jetzt genau im Auge behalten. Die Swinger sollten allerdings nie zu tief eingestellt werden, da sonst ein Fallbiss nicht korrekt angezeigt werden kann. Optimales Wetter haben wir heute leider nicht, denn bei niedrigen Temperaturen wird der Karpfen noch nicht so aktiv sein. Jetzt heißt es erstmal abwarten und Tee trinken. Chris beobachtet die Wasseroberfläche. Puh, das ging aber schnell. Ein erster Biss. Ein wenig zaghaft scheint sich doch etwas für unseren Köder zu interessieren. Jetzt bloß keinen Fehler machen. Ein zu früher Anschlag könnte alles verderben. Chris konzentriert sich nur noch auf die Rute. Ein Karpfen scheint das aber nicht zu sein. Dafür scheint der Abzug zu zaghaft. Aus der Erfahrung, die Chris bei vielen Angelsessions gesammelt hat, weiß er genau, wie sich ein Karpfenbiss anfühlt. So, das scheint geklappt zu haben. Lassen wir uns doch mal sehen, was uns da an den Haken gegangen ist. Chris schaut skeptisch. Das ist definitiv kein Karpfen. Es bleibt spannend. Ein Aal. Sehr untypisch für diese Tageszeit, da der Aal eigentlich ein Nachträuber ist. Aber wir freuen uns auch über diesen Fangerfolg. Ein Spitzkopfaal. Ein schönes Exemplar. Da Chris jetzt weiß, welcher Köder funktioniert, geht gleich die nächste Rute ins Wasser. Im weiteren Verlauf stellten sich leider keine Bisse mehr ein. Deshalb haben wir beschlossen, zusammenzupacken und die nächste oberfränkische Angelstelle aufzusuchen. Das sollte für den Rest des Tages die Saale sein. An der Saale angekommen, machen wir uns mit minimaler Ausrüstung zu Fuß auf den Weg. Laut unserer Information verfügt die Saale über einen guten Bestand in Bezug auf Hecht, Zander und Forelle. Getreu dem Motto von Chris, je weiter der Weg, desto größer der Fisch, ließen wir keine Sekunde verstreichen, um die Uferzonen der Saale zu erreichen. Seit vielen Jahren spezialisiert sich Chris auf Raubfische und hofft diesmal, einen kapitalen Hecht aus der Saale zu landen. Seine Taktik? Blinkern. Um sich hierbei alles offen zu halten, hat sich Chris eine Vielzahl von Kunstködern zur Auswahl mitgenommen. Wir kämpfen uns durch unwegsames Gelände, um perfekte Blinkerstellen ausfindig zu machen. An dieser Stelle der Saale ist das Gewässer noch sehr naturbelassen. Ins Wasser gefallene Bäume stellen für den Hecht ideale Jagd- und Unterschlupfzonen dar.
Wer hier den richtigen Köder anbietet, landet auf jeden Fall einen Treffer. Auch das richtige Angelgerät ist ein Muss. Wer optisch zu auffällig gekleidet ist, wird vom Fisch schnell erkannt und muss auf den erwünschten Erfolg lange warten. Deshalb empfiehlt sich mit Tarnkleidung und unauffälligen Farben in ruhiger Position die Angelaktivität durchzuführen. Auch zu lange Ruten behindern den Auswurf. Am besten kurz und handlich. Ein Arbeiten auf engstem Raum sollte auf jeden Fall gewährleistet sein. Chris bevorzugt natürliche Stellen mit wenig Uferaktivität. An solchen Punkten lassen sich gute Fangerfolge erzielen, da die Fische sich sehr oft in entlegene Gebiete zurückziehen, wo sie Ruhe und Abstand vom Menschen finden. Eine Vielzahl verschiedener Köder ist notwendig. Je nach Witterung wählt der Angler auffällige oder weniger markante Köder aus. An trüben Tagen kommen Köder mit leuchtenden Farben zum Einsatz. An sonnigen Tagen sind unauffällige, natürliche Köder gefragt. Zack, der erste Biss. Der richtige Köder bringt den Erfolg und lässt Chris eine wunderschöne Forelle landen. Auch wieder ein unerwarteter Fang, denn die Forelle lässt sich eigentlich besser mit der Fliege fangen. Die Forelle ernährt sich überwiegend von Larven, Insekten und kleineren Fischen. Dass sie sich den Spinner geschnappt hat, ist allerdings keine Seltenheit. Chris will es trotzdem wissen. Kann heute doch noch ein Hecht gelandet werden? Er probiert es munter weiter. Ein größerer Blinker wird angeboten, um die Chance auf einen kapitalen Hecht zu erhöhen. Doch leider blieb unser Angebot unbeachtet. Ein Erfolg auf Hecht blieb heute aus. Aber dennoch hält sich Chris gespannt bereit für den nächsten Angelturn. So, beenden tun wir nun diesen wunderschönen Angeltag, der begonnen hat in Tauberlitz mit einem wunderschönen Aal.
und jetzt hier in der Saale endet, wo wir noch mal Glück hatten mit einer schönen Forelle. Und damit sage ich auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.